Single, die wir jetzt gerade hören, hier bei Radio 32, die heisst «Uns gehört Nacht». Was ist denn in der Nacht so los zu diesem Track? Ja, du. Kommt ganz auf an, was du machst. Das sind so die Nächte, wo du, ja, wo du rausgehst und das Gefühl hast, so, jetzt einfach eins trinken und so. Und dann sind es die schlimmsten Feste, oder, die nachher irgendwie am Morgen irgendwann hören. Und ich hoffe natürlich auch, dass uns heute Solothurn im Kofferwald nachgehört. Genau, ja, ich wollte sagen, was du die Nacht machst, oder zumindest am späteren Abend, das wissen wir. Du bist nämlich Solothurn im Kofferwald und wir haben Tickets für euch. Zweimal Tickets jetzt zum Abzügeln. 0848 323 323 und ihr erlebt den Kunst heute Abend im Kofferwald Solothurn. Dazu gibt es auch noch dein aktuelles Album, gell? Und du tust es sogar noch genau. Signieren, hast du gesagt. Genau, für einen Gewinner oder eine Gewinnerin signieren. Ich werde es bei mir behalten und der oder die kannst du bei mir abholen am CD-Stall nach dem Konzert. Also herzlichen Dank für den Besuch und viel Spass heute Abend im Kopfmeldet Kunz. Und wir hören hier rein in die aktuelle Single, wie versprochen, «Uns gehört nachts». Der Kunz, Radio 32. Gut. Oh, jetzt muss ich noch Telefon abnehmen. Ja. Oh, das blüht da. Ich blühe. Es schon? Ja. Dann wollen wir auswählen. Was hast du schon nicht? Ja, das zeigt der Name an, aber es sind nur Herren, die denen zeigt es nicht. Aber wenn wir da anschauen, vielleicht ist es eine Frau. Super. Ist gut. Oh, der erste gar nicht, oder? Ich nehme einfach mal blind. Also. Muss ich gleich mal schauen. So. Radio 32, hallo. Hallo, das ist Bea. Bea oder Ea? Bea. Bea. Hey, Thea. Ah, Thea. So, alles klar. Sehr gut. Also, hey, wir gratulieren. Du hast gewonnen. Und der Kunz ist wirklich da. Er freut sich. Ich bin da, Thea. Gell? D-E-A. Ja, so wie D-E-A. Okay, ich tue den Zettel unterschreiben und kommst am besten noch am Konzert schnell vorbei. Und dann gibt es ihn. Ist das gut? Können wir ein Foto machen? Das ist super, freue mich auch. Tipptopp. Also, ich brauche noch deine Angaben. Hast du mir noch den Nachnamen und die Adresse? Nur ein Herzchen und etwas Freude, ja. Nicht? Ja. Mega, sie so, ich freue mich! Das ist herzig. Muss ich ein bisschen bessere Laune haben. In den letzten zwei Vlogs habe ich immer so gesehen, ich bin so krank, ich muss einen Tee haben. Dabei bin ich gar nicht so. Von dem her, heute kommt es geil. Klasse Kunz, heute Abend im Kornel Solothurn. Und die zwei Tickets für heute Abend, die sie fortgewonnen hat, Thea Eberli von Beilachen, wünschen viel Vergnügen. Das hier, der Jackstar Reddy mit Home, hier bei Radio 32. Irgendwann. Das muss geil sein, das ist geil. Vielleicht ist es verdammt scharf. Kann ich das schon? Also wenn wir nachher die Logen runterlaufen, kann ich nicht mehr reden, wäre einfach gut, wenn man irgendwie... Soll ich etwas sagen? Ein bisschen Brot würdest du geben, das nimmt eine Schärfe. Oder ein Bier. Oder du kannst etwas sagen. Okay. Ist überhaupt nicht scharf. Könnte Hummus sein? Hummus mit Curry. Mhm. Wow, Knobli, oh mein Gott. Mm-hmm. Also, so viel Knobli, das gerade brennt auf der Zunge. Okay. Nimm so einen richtigen Klacks. Nein. Das ist ein lieb Knobli. Ja, so richtig frische. Das ist frische Knobli. Ja, eben. Was dann noch brennt. Guck mal, das ist ein Backstage, oder? Wie Könige. Einfach so! So! Unglaublich, die Kameras heute sehen so geil aus. So! Yeah.
ja. Fegi, das ist hier noch Fleisch. Weil das da ist das und das ist das. Also das ist, also ist Fegi Fegi. Das ist Fegi, das ist Fleisch. Fleisch. Fleisch für den Eddies. Der Eddies braucht Fleisch, dass er Power hat. Schau, so kommen die Muskeln. Du musst mal schauen, da. Siehst du das hier? Die da. Siehst du? Er kommt kaum, hin. Siehst du? Schau mal. Wo hat er den Halt? Hey, gang seitwärts! Gang seitwärts! Ah, ich kann nicht zuschauen. So geil. Also mir gefällt's. Nein. Solange wir das haben, passt. Sagst du mir? Hast du zugenommen? Vielleicht, aber das würde ich nie zugeben. Ja, du bist Soldat und Kampfer. Ja, ich habe schon mit diesen Top-Mischen zu diesen Kontakten gehabt, weißt, wo ich die Behinderung geschafft habe. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt extra meine Hosen runtergelassen. Nein, ist es was Hosen, aber mit der Musik. Roman hat ja die Hosen. Oder? Also, ich meine, wenn man Songs selber schreibt und Sachen, die man erlebt hat, nachher dann so singt, dann ist man so viel der Blut eigentlich. Aber das ist geil, oder? Ich darf eben an Opernball in Zürich und kann ich darf ein Smoking auslehnen. Von Lukotür. Auslehnen? Ja. Auslehnen. Wurde geil. Also, haben extra noch die Hose rumgenommen. Ja, bitte. Das ist wirklich ein bisschen groß. Ach, komm jetzt. Das ist, ich bin groß. Ich bin muskulös. Du musst nicht lachen. Schon geht, ist zu groß. Ja, groß ist gut. Ah, da, ja. Findest du? Ja. Aber ich hast ja nicht so ein T-Shirt drunter. Ich kann nur noch ein Hemd an. Wenn man sich immer so rumkommt, Push-Ups, dann ist wieder gut. Ist völlig auf Alkeris. Nein. Ist völlig auf Nein. Ich habe 6 Jahre so einen Scheiß-Smoking angehabt. Der ist so gross gewesen. Ich habe kein Hemd drunter getan. Muss ich jetzt für dich das Hemd drunter legen, damit es geil ist? Ja. Hast du zugenommen? Mann, schau mal die Bauch an. Er sieht es nicht wegen Bizeps. Ah, er sieht es nicht. Was ist das denn? Nein, ich mache es nicht. Ich kann schon mal am Hut sein. Können wir heute mal den Fokus aufs Mitsingen setzen? Dass alle die Parts mitsingen. Hey Baby, seit wir auf dieser Tour unterwegs sind, seit ich dich kenne, setze ich den Fokus aufs Mitsingen. Mhm, schade, merkst du es nicht. Vielleicht ist es einfach ein bisschen leise eingestellt. Ja, das musst du halt von meinem Kamerakopf nehmen. Ich schaue immer rüber und habe das Gefühl, das Ding ist einfach gar nicht. Du machst immer so. Oh, Scheiße! Ja, wir haben einfach Spass. Komm. Super! Super, super! Super, super! Super, super! Das weiss ich noch alles, Mann. So geht das. Jetzt haben wir schon selbst besprochen, indem wir sagen, wir haben einfach Spass. Und so ist es. Wir haben schon geprobt, es kommt schon gut. Komm, Marie, sing nochmal die Melodie. Wir haben gerade hier technische Dinge, aber ich habe eine Idee. Schweggy. Meine Frisur geht wieder runter. Schweggy, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja. Kommen wir gerne mit ins Publikum und singen uns. Also. Manchmal frage ich mich, wo du jetzt bist. Ob noch was in Ordnung ist. Wenn du deine Hand hältst. Ich frage mich, was aus dir geworden ist. Schön. Sorry, ich muss schon mal wählen. Mit dem wir Danke sagen für diese Zeit. Das war einfach geil. Merci vielmals. Thank you.
ist Thea, sie hat heute beim Radio gewonnen. Endlich! Danke dir! Wir sind mega gefreut am Telefon. Ja, mega fertig! Das ist eine Kurzschlussreaktion zu Anfang. Ich habe vorhin noch nicht gehört. Hast du keine Kurzschlussreaktion? Das hättest du schon immer wollen. Ich wusste, was es ist. Wiederum nach einem erfolgreichen Konzert. Es hat zwar ein paar Pannen gegeben, aber scheißegal, wir sind sehr gut drauf, sind wir auch. Mit der Freude kannst du spielen. Etwa 2 Stunden. Und wir haben uns doch gefragt, hey, wir machen da die Videovlogs. Und für die Nächsten, schreibt doch mal in den Kommentarzeilen, was ihr gerne sehen möchtet. Also von uns, was wir sonst noch die ganze Zeit machen. Wenn ihr mal den Chris gesehen, vielleicht in der Unterhose durch die Backstage, dann macht ihr die ganze Zeit. Du hast immer viele Nachtaufnahmen gemacht. Schreibt es einfach unten in die Kommentarspalte und ja, dann zeigen wir euch, was ihr gesehen habt. Chris, sag auch noch etwas. Er ist der Röni und sagt nichts. Er darf aber nichts sagen, er hat gesagt, er hat nichts gesagt. Er hat die ganze Zeit geredet, die Hände vor ihnen gehabt, mit ins Ohr rein, mit dem Zungen so. Ins Ohr rein. Mach den mal. Der hat ein Ding, so eine Backline. Mau! Ah!